That's part of a cook and good for the rest of our lives. 200 Gramm Schweinefleisch, Zwiebeln, Paprika, bunt, 2 bis 3 natürlich davon und dann hier, ja, Ingwer und Zwiebeln und so ein Zeug und alles. Grill erstmal anschmeißen oder den Wok, würde ich sagen. So, hier, Riesen-Setup hier, alter Kugelgrill und es wackelt ein bisschen vorne, aber Johnny macht trotzdem weiter für euch. So, wir lassen das Öl ein bisschen erhitzen hier vorne. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu heat hier, wie man gerade sieht hier. Ne? Aber ich hau es trotzdem drauf. Erstmal Schweinefleisch drauf hier. So, oh shit hier. Da brennt mir der Wok hier. Ich wollte es gerade reinwerfen, aber ja, ihr kennt das ja. Erstmal im Schnee irgendwo ein bisschen hier entzünden. So, jetzt kann endlich mal das Schwein rein hier. So. Ihr habt ja gesehen, das Ding ist wohl heiß genug geworden, wenn das Öl an ein Feuer fängt. Ne? So, und jetzt hier das Schweinchen hier. Ja, ordentlich anbrutzeln von allen Seiten hier. Da kann geschüttelt werden. Richtig. Wenn das so aussieht, dann sieht es schon mal ganz gut aus. Ja. So, einfach so Bröckchen geschnitten da, ne? So. Zackomat, kurz zur Seite geschreddert hier. Ab in das Schälchen. So, jetzt kommt das. Der unangenehme Teil des Rezepts, das Gemüse. Genau. Ja, hier zack, Zwiebeln rein. Paprika bunt natürlich hier. Und dann hier Chilis, Quatsch, hier Ingwer, Dingens, Knoblauch. Das Übliche. Das habe ich euch nachher verlinkt, Freunde. So, und abschütteln den Löffel und dann ein bisschen rühren. Hier, Nüsse. 2 bis 3 Esslöffel reinballern. Einfach die Nüsse rein. Das Fleisch wieder dazu. Und das Rezept ist fertig im Nu. Ganz genau. Umrühren. Und Sherry und Sojasauce. Ganz genau, einfach reinknüppeln. Ordentlichen Schluck. So, Salz rein. Dritte Hand macht das schon, während ich hier im Wok stehe. Reinballern. Einfach ein Schuss, ne? Hier die roten Chilis, ein kleines Pinnchen voll reingeballert. Hier seht's, ein bisschen, ein paar Flocken fielen runter. So, und jetzt kann man das umwälzen hier. Und wir sind auch gleich schon startklar, würde ich sagen. Runter damit, Baby. Und ab auf den Teller. Hier das Rezept. Ein Schweinchen im Wok mit ein paar Erdnüssen dazu gelunzt. Rezept in der Infobox. Schnell unsere Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man könnte sich jetzt hier so ein Fleischstückchen nehmen und in den Hals stopfen. Oh, das sieht lecker aus. Das hat mir Johnny gegeben. Er hat gesagt, das ist Tofu mit Paprika und Erdnüssen. Und ich soll das mal testen hier. Das werde ich mit meinem Spezialstäbchen hier machen. Das schmeckt echt geil, dieses Tofu. Paprika, ich kann nicht genug davon bekommen. So lecker, Johnny. So kannst du weitermachen. Diese Konsistenz hier, echt fabelhaft, wie du das hinbekommen hast. Geil. Boys and Girls, ballert euch nach und lasst den Daumen nach oben brennen. Aber nimmt nicht als Stäbchen irgendwelche Buntstifte. Sowas traut sich nur der Gemüsemann. Also, liebe Kinder, nicht nachmachen. Nimmt Holzspießchen.